In Seifersdorf trotzte man am vergangenen Wochenende beim traditionellen Dorf- und Teichfest dem Regenwetter. Der Sonntag stand dabei ganz im Zeichen der Kinder. Tränen gab es dabei nur selten. Dafür viele fahrbare Untersätze für die Kurzen, vom handelsüblichen Bobbycar bis zum Flitzer Marke Eigenbau. Sie kamen beim Seifersdorfer Seifenkistenrennen zum Einsatz, das scheinbar den ganzen Ort an die Strecke lockte. Die Gewinner in den einzelnen Klassen hießen Johann Brunner, Paul Endig und Niklas Werler. Der Preis fürs beste Fahrzeug ging an das einzige Mädchen im Fahrerfeld, Lilly Scharschmidt.